Okay, dann lass mal gucken, erstmal nach Frankfurt, Dicker. Tinder Irrenanstalt. Ich bin gespannt, Digga. Ihr wisst Bescheid, Tinder. So, Tinder Irrenanstalt, Digga. Boah, so echt wild. Deiner Dschungel tanzt, das ist echt wild. Hä? Negativ. Ehrlich? Tinder ist da. Auf jeden Fall. Tinder? Warte mal. Ich will nur eine Sache erstmal loswerden. Ich frage mich, warum ich dieses Format damals Tinder genannt habe. Aber ihr habt es anders genannt. Ihr habt gesagt, auf seine Art. Und genau so nennen wir dieses Format. Egal, wo ihr dieses Format sehen solltet. Tinder. Es ist einfach so. Pumping 2.0 in die Kommentare. Die mich nicht... So aufhören, ja, aber er klaut aus Fernsehen und sagt, Digga, hör auf, ja, ich bitte dich, ja. Ihr wisst Bescheid, ich mach die Ladies, du machst Scheiße. Die Jungs. Wie immer, Bruder. Wir machen nicht lange rum. Ganz kurz, was? Ey, darf ich bitte ganz kurz einen auf El Patron, also El Patron, aber ich bin El Patron auf Wish bestellt. Ja, mach mal, komm. Okay. Es ist El Patron auf Wish bestellt. Papichulo, Mabikulo, Bandichulo, anders geht's nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt einmal unsere Ladies durch. Komm her. Okay. Oh, guckt sie euch mal an. Oh mein Gott, Alter. Unsere Ladies durch. Komm her. Okay. Oh, guckt sie euch mal an. Oh mein Gott, Alter. Ich weiß, immer dieselben Gesichter, aber wir kennen manchmal nicht andere. Da haben wir doch schon mal ein neues Gesicht. Wir gehen weiter rein. Okay, dann gehen wir jetzt einmal unsere Jungs durch. Und da haben wir unsere Jungs. Boah, was für Playboys alle. Guckt sie euch an. Oh mein Gott, Lockdog ist am Start. Oh mein Gott, Shahrukh Khan ist da. Ihr wisst Bescheid, Tinder auf mein... Wir gucken, was abgeht, Digga. Wir gucken. Meine Art, wir legen los, wir babbeln nicht lange rum. Ladies first. Dann haben wir schon mal die erste. Stellst du dich einmal vor? Vivi, 16. Ja. Stark, eine 16-Jährige wieder reinzulegen. Okay, bitte. Nimm doch wenigstens Volljährige rein, ja. Es geht doch nicht, dass man Minderjährige reinnimmt, Alter. Okay, Vivi, du weißt, was deine Aufgabe ist. Woher kommst du? Frankfurt. Frankfurt. Check mal Shahrukh Khan einmal von oben bis unten ab. Vivi, willst du Shahrukh Khan daten? Ja, nein, begründe es. Nein, nicht mein Typ, schon vergeben, deswegen. Auch wenn ich nicht vergeben wäre, wäre ich mein Typ. Warum nicht? Sein Style. Was mit seinem Style? Seine Hose und seine Jacke. Was damit? Was ist denn dein Typ? Beschreib mal. Wie sieht dein Freund aus? Deutsch. Gut, dann hören wir uns die Meinung mal von drüben an. Ja, hallo. Mein Bruder. Stell dich auf. Nix bei dir, alles klar bei dir, Bruder. Hier ist Sultan Baba aus Gelnhausen, auf jeden Fall, Bruder. Ich bin Kasim aus Frankfurt. Okay. Okay, stabil, Bruder. Dann checkt einmal die Chai ab von oben bis unten. I've been really trying. Kann man zu einer 16-jährigen Chai sagen? Alpha, du musst wissen. Ich distanziere mich, Alpha! Du weißt selber. Begründe es, würdest du sie daten? Ja, nein. Warte mal jetzt mal, warte Lache, mal. Warte, ja. Mal. Oh, warte mal. 16. Guck mal dich an, Alter. Jeden Tag am Bahnhof chillen. Ja, ich höre, der mit seiner Lache. Tondella, mit seiner Fake-Lache. Der hat gefickt. Und dann sind es zu jedem. Hast du einen Euro für mich? Und zweites. Oha, was so sind die? Auf einmal der sauer. Oha, so kenne ich den gar nicht, ja? 16 Jahre alt. Sie soll zu Hause bleiben, weiter lernen. Und dann kommst du, sagst du, der ist nicht mein Typ. Guck mal, der sagt, die geht nach 1 Euro bitte. Der soll sich nicht selber beschreiben. Ich hab gesehen. Du gehst zu jedem. Sagst du, hast du einen Euro für mich? Ich geb dir 5 Euro. Aber bleib mal zu Hause. Der Mann wird sauer! Was kriegst du eigentlich, alle? Direkt erste Part Eskalation. Also haben wir ein Nein? Nein! Zivil Frankfurt hat ihn auf jeden Fall verändert, Digga. Merkst du, er war am Anfang normal, ne? Guck, wie er jetzt ist, Digga. Auf einmal, der disst die Leute auch. Ich komm niemals nach Frankfurt. Überhaupt nein, alle! Auch nein! Okay, nein, Eskalation, wir gehen eins weiter. Stell dich vor. Serena, ich werd 18. Okay, Serena, check mal los. Digga! Doch, Serena, ich werd, wenn die nicht 16 ist, ne? Ja, das ist wenn richtig. Die nicht, doch, ich werde 18, Cousin. Ja. Das ist so eine, wie wir schon mal gesagt haben, Digga. Die wird dieses Jahr 17 und nächstes Jahr 18 und dann sagt die, ich werde nächstes Jahr 18, obwohl die jetzt gerade 16 ist. Und gelogen Digga, ist das ja halt auch nicht. Halt auf diesen aber, Trick bitte niemals rein. Doch einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Alter, wieder so Spruch. Ich bin so und so und so und ach. Serena, würdest du Lockdog daten? Ja, nein, begründe. Junge, guck dir mal an, der sieht aus wie die Person von Ludacris, Alex. Oh!
wirklich die ganze Zeit geplant war, dann fick ich mich da. Ja, Luna, Chris, Digga, okay. Also nein. Nein. Okay, dann hören wir uns die Meinung von drüben an, würde ich sagen. So, mein Bruder, stell dich mal vor. Abo Karamell. Okay, check mal die Chai ab von oben bis unten. Ich bin... Warte, check sie erstmal. Check sie erstmal ab, Bruder. I've been really trying, baby. Die daneben hat stabile Schuhe. Stabil. Begründe es, würdest du sie daten? Ja oder nein? Eine Sache erstmal. Guck mal, meine Haare sind sogar zu Berge hochgegangen, wie die aussieht. Erstens. Zweitens, lächeln mal in die Kamera kurz. Lächeln. Ihre Zähne sind wie die Sterne, gelb und weit auseinander. Oh! Ich bin noch nicht fertig. Hau raus. Eigentlich bist du unter mein Niveau, deswegen wollte ich, guck mal, sogar meine Kampfhelfer. Weil du unter mein Niveau bist. Deswegen wollte ich mich nicht eigentlich herabgeben, aber habe ich gesagt, komm, raus. Guck mal, ich sag jetzt eine Sache, guck mal, dein Rüst ist so groß wie die Aufrufe vom TV. Einfach niedrig, Digga. Oh! Guck mal. Oh ja, Mann, oh, richtig rote Schürze habe ich auch gesehen, Delta. Boah, warum hat die Alter so kalt in Frankfurt? Guck mal, ich wollte eigentlich auf. Guck mal, ich schwöre. Guck mal, ihre Hautfarbe, guck mal, die Ohren an, Alter. Nein, ihre Hautfarbe ist ihr Make-up. Ja, okay, oh, Make-up. Guck mal, ihre Hautfarbe ist auch mal in ihrer Hand, diese Farbe. Oh, oh. Digga, hier sind drei Hautfarben einfach, ne? Das, das und oh. Das, aber du hast weiter. Jetzt muss ich mich nochmal herabgeben. Guck mal, Grüße. Oh! Ich will mich nicht auf sein Niveau herabgeben. Ja, guck mal. Ja. Dings Papagei von Wish bestellt, Alter. Genau! guck mal, dein Gesicht sieht aus wie hier unten. Oh. Genau. Da liegt da. Das ist dein Niveau, Junge. Next. Direkt Frankfurt. Digga, cringe. Eskalation. Ey, wenigstens muss ich nicht in Kindergröße kaufen. Ey, ich krieg. Ich wünsche, ich müsste in Kindergröße kaufen, Digga. Ja, ich bei Kindergröße, auch. Du kannst so viel Geld sparen einfach, ne? Und Kindergröße ist so günstig, Digga. Und ist nie ausverkauft. Digga, Frauen haben beste Leben, wenn die so Schuhgröße 35, 36 haben. Immer. Beste! Warte! Okay, hey, warte. Ich hab Größe 164, ist kein Problem, aber ich krieg die Hälfte Preis. Digga, ich schwöre, das ist so anders, Digga. Ey, bitte. Okay, wir gehen eins weiter. Stell dich mal vor. Ich bin Liz, aka Prinzessin. Check mal deinen Kandidaten einmal von oben bis unten ab. Okay, Prinzessin, okay. Ich dachte, der ist das Prinzessin, Luca. I've been really trying, baby. Ja, der hat auch guten Style. Die wird ja sagen, er wird sagen, die ist zu jung. Und predicted jetzt so. Liz, sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ja, an sich schon, nur der ist mir zu alt. Zu alt? Ja. Nein, sie sagt sogar zu alt. Ja, die hat gesagt, er ist zu alt, Digga. Und aber er wird sagen, die ist zu jung. Das ist, angenommen, er wäre 16 oder 17, 18. Ja, dann schon. Weil es geht dir ja auch um so optisch. Ja, dann schon. Dann schon? Okay. Gut gemacht, korrekt. Ey, Bro, ja, bitte. Was geht? Hi. Stell dich vor. Wie geht's dir? Ich frag, ja. Mir geht's gut und dir? Gut, Bruder. Nochmal Frage, frage ich. Warte, ey, hau mal was raus. Einfach, hau mal raus, komm. Was denn? Achso. Cringe. Hä? Weiß nicht. Okay. ABC, EFG, ja, Warte. Ja, nur wenn Kamera an ist, ist AFA so eigentlich. Wie ist er? Ich erzähl mal. AFA, direkter Schuss, Digga. Nur wenn direkt. Kamera an ist. Damit der irgendwie anders. Du weißt selber. Wie war der, wo hier da? Der weiß das eher. Wenn Kamera an ist, ist es verrückt. Da wird auch geschossen, Digga. Und das geht nicht. Ich bin Seymour, bin 25 Jahre alt. Check mal, aka Prinzessin, einmal von oben bis unten ab. Was sagst du zu Liz? Das ist ja ein oberflächliches Video, deswegen. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Ich würde nein sagen. Wieso? Für nein? Nein, Spaß. Doch, weil sie ist doch ganz nett. Walla. Also, so weiß ich schon, die macht korrekt Eindruck, Bruder. Spaß, Bruder, sieht aus wie Eminem auf Wish bestellt, Bruder. Eminem auf Wish bestellt. Oh, okay. Was? Oh, bitte, Junge, der hat sie gefickt mit seinem Lachen, ja? Er hat gefickt! Anscheinend. Oha, Dicker!
Ich schwöre, wie können die mit denen chillen? Komm, ey, Liz ist die korrekteste. Warte, ey, ja, ey, Spaß beiseite. Liz, jetzt Baba. Warte, die ist wirklich Baba-Mädchen, schwöre. Ja. Liz ist die letzte, die... Ja, bist du. Check. Warte, die ist korrekt. Aber wann kommt Teil 2, 8 Mile? Wir gehen eins weiter. Oh, da sind wir auch schon bei den letzten. Irgendwie hat der Typ nichts gesagt. Der hat gesagt nein. Echt, der hat nein gesagt. Nein, oder? Nichts gesagt. Ach so. Schade. Hey, Lady. Hello. Stell dich mal vor. Melissa. Wir haben es doch schon mal zerstört. Halt! Nein, ich habe keine Worte mehr. Okay, stell dich mal vor. Ich bin Melissa, 20, aus Stuttgart. Extra aus Stuttgart. 20 hätte ich jetzt nicht gedacht, Digga. Ah, okay. Komm. Ja, Melissa, check mal diesen Playboy einmal von oben bis unten ab. I've been really trying. Aber was ist das denn, Digga? Sammy, sein Cousin vielleicht gemacht? Melissa, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Also, ich würde erstmal seine Augenbrauen zupfen lassen. Oh! Kaomi kommt bei Videos immer weiß nicht, Digga, ehrlich. Oh! Oh! Aber warte! Zeig ihn nochmal, Bruder. Zeig mal nochmal. Leck! Was? Und danach können wir einen One-Night-Stand haben. Ehrliche Meinung. Danach können wir einen One-Night-Stand haben. Okay, komm, wir gehen direkt rüber. Bro, stell dich vor. Hallo, Bruder, mein Name ist Kemo. Ich bin 25 Jahre alt und ja. Also okay, ich muss warte, jetzt sagen, Bruder, warte. Wir checken sie erstmal ab, von oben bis unten. Kemo, Bro, sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Ja. Also ich will dir ganz ehrlich sagen, die ist ja 20, hat sie gesagt, ne? Und ich stehe nicht irgendwie auf jüngere Mädchen. Und sie hat ja gemeint... Ja, Unterschied. Jung, gell? Ja, das ist für mich irgendwie schon zu jung, Alter. Ja. Ah, fühle ich. Doch, doch, wenn ich 25 bin, ist 20 für mich auch. Ich nein, Digga. Ich fühle das. Also ich, wenn ich 25 wäre, ich könnte mit einer 20-Jährigen zusammen sein, hä? Ja, ich fühle das. Voll legitim, Digga, chill. Das sind 5 Jahre, Digga. Ja, für dich. Und ganz ehrlich... Ich habe mich irgendwie umentschieden. Ich glaube, ich wechsle auf die andere Seite so. Ja, ja, komm, ja, siehst du jetzt auch. Guck mal, lieber bin ich mit dir besser aufgehoben als wir mit dir. Und ich soll dir noch was sagen. Guck mal, du willst die ganze Zeit deinen Mund verdecken und meine Augenbrauen sind irgendwie nicht so. Ja, guck mal, warte mal, dein Zahnarzt ruft gerade an. Oh! Warte mal. Salam aleikum! Sag mal zu Zahnarzt! Salam aleikum! Hallo! Salam aleikum, Bruder! Hier, deine Zahnarzt! Niemals! Niemals! Er hat den Vogel angeschaut! Er ist neu dabei, er hat ein ganzes System auseinandergenommen, ehrlich. Hey, was? Ja, Bruder! Digga, wie Affen, sei mal ehrlich. Ja, Digga, Affen. Lass die aufbauen und so. Bum, 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 bum. Was meinte Affenfee damals mit Lass die aufbauen und so? Digga, er meinte die. Fick. Bevor ich mit dir One-Night-Stand mache, Allah, nimm ich lieber Sechmo mit, Allah. Komm, Bruder. Ja, nur weil er von seinem Cousin bestimmt. Oh. Also ich will jetzt nicht beleidigen oder so. Du findest einfach keine Argumente, Mädchen. Und deswegen würde ich sagen, den hier und dann geh nach Hause und warte. Er ist sympathisch, Digga. Ja, beleidigt doch nicht. Digga. Ein nach dem anderen. Was sagst du? Das ist eine richtige Freistunde. Oh. Was hast du eben gemeint? Letztes Mal habe ich ihre Nase nicht gesehen. Die war ja verdeckt mit... Halt! Der ist auch... Der hat auch Schaden auf jeden Fall, Digga, ehrlich. Der hat dicken Schaden. Ohne Schaden. Ja. Alle Junge hat irgendjemand die nur noch Bestchat gewählt. Geh mal weg, Alter. Nase wie die in Österreich. Nase wie in Österreich. Skifahren, aber... Nein, Bruder, die Nase...
Die Nase ist wie die Brücke, Alter, wo die immer chillt. Oh. Was ist da? Ja, einfach peinlich, weißt du. Der guckt voll auf Aussehen, nicht auf Charakter. Stabi. Ey, Digga, das ist doch ein oberflächliches Format, Digga. Warum machst du dann überhaupt... Och, Mann, bitte. Ey, die Leute sind so lost, Digga, wenn die gedisst werden und dann... Aber ich sag immer, warum disse ich überhaupt, ja? Ja, Digga. Bist du noch nicht... Er sagt, dass du auf Augenbrauen gucken, auf Augenbrauen. Und dieser auf Augenbrauen, bestimmt schon. Ey, Bruder, dein Chirurg ruft gerade an, der will dir die Wohnung drei Fins Gehirn reinpflanzen, Digga. Nimm dein Vater, Bruder, wenn du schon mal als... Alle, hör mal zu, alle. Sogar dein eigener Vater hat dich auf Tinder blockiert, alle, und du machst hier Welle, alle. Geh nach Hause, bitte. Ey, warte mal. Die hat gerade gesagt, ist auf Aussehen? Ja, aber hab ich gesagt, du bist hässlich oder so, Alter. Du kommst gleich mit irgendwelchen komischen Arten. Ist doch nicht schlimm. Und du hast gesagt, auch wegen Größe. Ja, was kommst du auf Nase gleich? Ich bin cool, das ist normal, wenn wir durchnehmen. Guck mal. Okay. Warte, könnt ihr euch einfach nicht küssen und alles ist gut? Auf niemals, Bruder. Hey. Hör mal zu, die hat doch gesagt, die Dings wegen Größe und so. Melissa! Wir sind gleich groß, Junge! Wie peinlich ist der? Der kann keine Argumente finden. Ey, guck dich mal an, wie du aussiehst. Ey, geh einfach weiter schlafen, du bist bestimmt... Du bist ein Inzug... Was hast du gesagt? Du kannst selber kein Deutsch, du hast bestimmt nicht mal einen deutschen Pass. Willst du einen deutschen Pass sehen? Ja, zeig. Oh, jetzt sind wir gespannt. Ich hab sogar dabei. Inzuchtgeburt. Du bist einfach ein Inzuchtgeburt von Ronaldinho. Oh! Inzuchtgeburt von Ronaldinho? Okay. Von wem? Ronaldinho. Buchstabier mal Ronaldinho. Warte, sag du's mir bitte. Buchstabier doch. Buchstabier du? Ronaldinho. Q, Alter! Ey, hier, nimm mal einen Kamm, alle deine Haare richtig zu kämmen. Hast du kein Glätteisen oder was? Der Mann, ey! Nimm mal einen Kamm, hast du kein Glätteisen? Ich bin so heftig, Alter! Bitte! Was die Schneck, das liebt dich! Ich glaub, die beiden lieben dich! Ja, gib mir jetzt! Nein, gib mir meinen Stoß, sag einfach zerkratzt und hässlich! Alter, du bist selber hässlich, guck dich mal an, Junge! Wer datet dich schon? Ich date ihn! Ja! Halt, wegen solchen Leuten kann man kein Deutsch mehr sprechen, einfach. Oh. Bubble. Deine Nase ist so lang wie die chinesische Mauer. Hä? Ja. Was ist denn dein Typ? Kurden aus meiner Stadt. Warum machst du da mit? Hä? Ich kann nicht. Fame werden? Wer sieht dein Typ? Du kommst von mich. Wenn ihr einfach mit zu Fame werden, der jedes Video dabei ist. Das letzte Leben, Digga. Alter. Butterbody! Wer willst du Fan melden? Okay. Warte. Ja. Yeah, Sache. Yes. John Broke, du hast gegen mich geschossen. Wenn du die Eier hast, schreib in Kommentare bei mir, El Patron Instagram, und wir reden persönlich. Ja, John Broke. Digga, sein Lachen cringe, ist so cringe, anstrengend. Fische. Cringe. Krank, ehrlich. Arfa Babyboy ist auch wieder am Start, ja. Ich grüße Jean Bro, Bruderherz, Grüße gehen raus, du weißt nicht. Okay, ey, das war's auch mit dem. Hätte ich beleidigt, Rausgeschnitten. Boah, John's Reaction ist so lustig, ne? Das Video schon wieder, ja, Mann. Tinder, wenn's euch gefallen hat, bitte machen wir das auch mit bei den anderen, oder? Ja, Mann, hört mir zu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal 30, nee, machen wir. Ja, mit. Das war's mit dem Video. Ey, Digga, ja, das ist auch eine Scheiße wieder. Also, das war wirklich zu cringe. Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Ach, ist auf jeden Fall zu. Das ist. Irgendwie, ich weiß nicht. Too much. Letztes Mal das Video war zum Beispiel lustig. Ja, weil neue Leute da waren. Und das ist schon wieder dicker. Weil neue Leute da sind, heißt immer neue Energie. Ja, andere Energie. Man muss neue Leute reinnehmen. Pumping, Bro. Wichtig. Und am besten ohne Afa, glaub mir. Der weiß das auch. Ohne ihn am besten. Anfang, Digga, was ist los? Ehrlich.